Und jetzt sind wir sogar schon beim letzten Projekt. Stichwort ist E-Democracy. Und nach vorne kommen Tobias, Nikolas, Nikolai, Joshua, Vincent und Hannes und präsentieren das Projekt WeVote. Und ihr hattet verschiedene Mentoren. Alle haben mal geholfen. Ein herzlichen Applaus. Hallo, wir stellen euch heute WeVote vor. Der Name ist Absicht. Unser Projekt ist eigentlich im Endeffekt eine simple Umfragen-Webseite, allerdings mit dem besonderen Augenmerk darauf, dass es eben politisch orientiert ist. Und wir haben irgendwie versucht, das Problem der Expertise in der E-Democracy zu lösen. Das heißt, dass nicht unbedingt jeder Bürger bei jeder Abstimmung zu einem Gesetzestext weiß, worum es eigentlich direkt geht. Die Funktionen unserer Website sind das Erstellen von Umfragen und das Abstimmen über Fragen. Sobald man über eine Frage abgestimmt hat, hat man sofort das Ergebnis gesehen. Dann die Themenfelder, also ich habe einen Filter und in diesem Filter kann ich meine Interessen angeben. Und wie gesagt, das ist dann halt E-Democracy, damit können wir halt, wenn da nicht jeder über jedes Thema informiert ist, kann man halt seine Filter mit seinen Themen angeben und kriegt dann auch nur Umfragen oder Fragen halt für sein Thema. Dann, ja. Genau, die Vorteile von WeVote sind, dass es kein Account-System gibt, deswegen kann man sehr leicht und sehr schnell, ohne einen Account anzulegen, direkt abstimmen oder auch selbst Umfragen zur Verfügung stellen oder erstellen. Des Weiteren kann man auswählen, welche Themenbereiche man selbst interessant findet und dementsprechend bekommt man dann auch Umfragen sozusagen, über die man dann abstimmen kann und nicht irgendwelche Sachen, wo man sich erst einlesen müsste. Zum Beispiel, man interessiert sich für Umwelt und bekommt dann auch Umfragen nur für den Themenbereich Umweltpolitik. Und ja, wir haben noch ein sehr übersichtliches Design gewählt, wodurch das Ganze ein bisschen einfacher zu verstehen ist. Also der Aufbau ist relativ einfach. Man hat halt ein Webinterface. Da kann man die Umfragen erstellen und für die Umfragen stimmen, sowie auch das Ergebnis sich ansehen. Und zudem läuft halt auf einem Server das Backend, das soll halt die Stimmen zusammenzählen. Genau. Wie das jetzt in Aktion aussieht, das sehen wir jetzt hier. Kannst mal. Genau. Das ist die Seite. Man wird hier erstmal schön begrüßt und man kann jetzt erstmal eine Übersicht der ganzen Umfragen ansehen. Da werden einem aktuelle Umfragen angezeigt. Dann kann man hier Filter wählen. Und diese Filter, das ist das, was wir eben angesprochen haben, dass halt jeder für sich entscheiden kann, bei welchen Themenbereichen kann ich mich halt gut mit einbringen und gut mit abstimmen. Da kann ich jetzt zum Beispiel Filter auswählen, nach denen die Umfragen sortiert werden. Ich kann auch eigene Umfragen erstellen, das wäre dann hier. Überschrift eingeben, Antwortmöglichkeiten und dann würde die halt hinzugefügt werden. Leider hatten wir ein paar Probleme mit dem Backend, weshalb das jetzt noch nicht komplett funktioniert. Themen, da können wir dann nochmal voreinstellen, welche Themen einen interessieren, beziehungsweise bei welchen man gut mit abstimmen kann. Ja gut, also wie haben wir das Ganze umgesetzt, ist jetzt die Frage. Die Website haben wir mit HTML und CSS gemacht. Alles Interaktive haben wir mit JavaScript umgesetzt. Das Backend, das jetzt noch nicht mit dieser Web-App verbunden ist, das wurde mit Java gemacht und sollte, so haben wir geplant, auf einem Raspberry Pi laufen. Ja, hier sehen wir nochmal, wie die Auswertung von dem Ganzen aussieht. Heißt, man macht jetzt hier im Frontend zum Beispiel die Umfrage, stimmt für eine bestimmte Antwort. Das Ganze wird dann ans Backend gesendet, das berechnet dann die Daten, die auf dem Server vorliegen und sendet sie dann zurück ans Frontend, wo sie dargestellt werden können. Ja. Das ist unser Projekt. Es ist noch nicht ganz fertig, aber wir wollen dran weiterarbeiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus